einrufen. Na los. Odina legt die Beweise des Quarianers dem Rat vor. Schön, dass Sie uns auf uns gewartet haben. Eden Prime war ein bedeutender Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Und auch einen Schritt näher an die Rückkehr der Reaper. Sie wollten einen Beweis. Hier ist er. Dieser Beweis ist unwiderlegbar, Botschafter. Saren verliert seinen Status als Spectre. Und es werden alle Anstrengungen unternommen, um ihn für seine Verbrechen zu bestrafen. Ich erkenne die andere Stimme, die mit Saren spricht. Matriarchin Benesia. Wer ist sie? Matriarchinnen sind mächtige Asari, die letzte Phase ihres Lebens erreicht haben. Sie werden für ihre Weisheit und ihre Erfahrung verehrt und dienen meinem Volk als Führer und Mentor. Matriarchin Benesia ist eine mächtige Biotin und sie hatte viele Anhänger. Sie wird Saren eine wunderbare Verbündete sein. Ich interessiere mich mehr für die Reaper. Was wissen wir über sie? Nur das, was wir aus dem Geth-Speicherkern herausfiltern konnten. Die Reaper sind eine uralte Maschinenrasse, die Proteaner ausrottete. Und dann sind sie verschwunden. Die Geth glauben, Reaper sind Götter. Und Saren ist der Prophet für ihre Rückkehr. Wir glauben, die Röhre ist der Schlüssel, der sie zurückbringt. Saren sucht gerade danach. Deshalb sein Angriff auf Eden Prime. Wissen wir überhaupt, was diese Röhre ist? Saren glaubt, sie kann die Reaper zurückbringen. Das ist schlimm genug. Hören Sie sich doch einmal zu. Saren will die Maschinen zurückbringen, die einmal alles Leben in der Galaxie vernichtet haben? Das ist unmöglich. Muss es sein. Wo sind die Reaper hin? Wo sind sie hin verschwunden? Warum haben wir keine Spuren entdeckt, die auf ihre Existenz hindeuten? Wären sie echt, hätten wir irgendwas gefunden. Ich habe versucht, Sie vor Saren zu warnen und Sie wollten der Wahrheit nicht ins Gesicht sehen. Machen Sie nicht den gleichen Fehler. Das ist anders. Sie haben bewiesen, dass Saren den Rat betrogen hat. Wir sind uns alle einig, dass er die Geth benutzt, um nach der Röhre zu suchen, aber wir wissen nicht, warum. Die Reaper sind offensichtlich nur ein Mythos, Commander. Eine willkommene Lüge, um Sarens wahre Absichten zu verdecken. Eine Legende, die er dafür benutzt, die Geth gefügig zu machen. Vor 50.000 Jahren vernichteten die Reaper die gesamte galaktische Zivilisation. Wenn Saren die Röhre findet, wird es wieder passieren. Saren ist ein verräterischer Agent, der um sein Leben rennt. Er besitzt nicht mehr die Rechte oder Ressourcen eines Spectres. Der Rat hat ihm seine Position entzogen. Das reicht nicht. Sie wissen, dass er sich irgendwo in der Traverse versteckt hält. Schicken Sie Ihre Flotte rein. Eine Flotte kann nicht einen einzigen Mann aufspüren. Eine Zitadellflotte könnte die ganze Region sichern. Halten Sie die Geth davon ab, noch mehr unserer Kolonien anzugreifen. Oder es könnte einen Krieg mit den Terminus-Systemen auslösen. Wir lassen uns doch nicht in eine galaktische Konfrontation hineinziehen, nur wegen ein paar Dutzend menschlicher Kolonien. Wow. Immer wenn die Menschheit Sie um Hilfe bittet, ignorieren Sie uns. Shepard hat recht. Ich habe diesen Rat satt und seine antihumanen Botschafter, es gibt noch eine andere Lösung. Ein Weg, Saren aufzuhalten, der keine Flotten oder Armeen erfordert. Nein, es ist zu früh. Die Menschheit ist noch nicht für die Verantwortung bereit, die das Beitreten bei den Spectre mit sich bringt. Sie müssen keine Flotte in die Traverse schicken und der Botschafter kriegt seinen menschlichen Spectre. Alle sind glücklich. Commander Shepard, vortreten. Der Rat hat entschieden, Ihnen alle Befugnisse und Privilegien der Zitadellabteilung Special Tactics and Reconnaissance zu verleihen. Spectres werden nicht ausgebildet, sondern auserwählt. Individuen, die sich im Dienst und Kampf unter Beweis gestellt haben. Die durch ihre Handlungen und Taten über den Rang hinausgewachsen sind. Spectre sind ein Ideal, ein Symbol. Die Verkörperung von Mut, Willenskraft und Selbstvertrauen. Sie sind die rechte Hand des Rats, Instrumente unseres Willens.
Spectre tragen eine große Bürde. Sie sind die Beschützer des galaktischen Friedens, zugleich unsere erste und letzte Verteidigungslinie. Die Sicherheit der Galaxie liegt in ihren Händen. Sie sind der erste menschliche Spectre-Commander. Das ist eine große Errungenschaft für Sie und Ihre gesamte Spezies. Ja, Zeit wurde es. Ich bin geehrt, Ratsherr. Wir schicken Sie in die Traverse, wo Sie Saren verfolgen. Er ist vor dem Gesetz auf der Flucht. Sie sind also befugt, alle notwendigen Mittel einzusetzen, um ihn festzunehmen oder zu töten. Ich werde ihn finden. Dieses Ratstreffen wird vertagt. Meinen Glückwunsch, Commander. Es liegt eine Menge Arbeit vor uns, Shepard. Wir werden ein Schiff, eine Crew und Vorräte brauchen. Sie haben jetzt Zugang zu speziellen Ausrüstungs- und Trainingseinrichtungen. Sie sollten jetzt zur Citadel-Sicherheitsakademie gehen und mit dem Spectre-Ausrüstungsofficer sprechen. Anderson, folgen Sie mir. Ich brauche Ihre Hilfe, um alles hier aufzubauen. Was will er denn aufbauen? Ich dachte, der Botschafter wäre etwas dankbarer. Er hat Ihnen noch nicht einmal gedankt. Solange ich Sare nicht finde, habe ich gar nichts geschafft. Los! Bin direkt hinter Ihnen, Shepard. Vielen Dank. Spectre-Bonus freigeschaltet. Super Sache. Vor 300 Jahren vertrieben die Geth mein Volk ins Exil. Wir baten den Rat, diese Androiden auszulöschen, aber er ignorierte unsere Bitten. Vielleicht wären wir jetzt nicht hier, wenn sie auf uns gehört hätten. Möglich. In all den Jahren bei der Sicherheit hatte ich nie die Gelegenheit, einer Zusammenkunft des Rats beizuwohnen. Na gut, dann gehen wir mal zur C-Sicherheit. Nein. Ups. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. So. Ich weiß. Aber hier haben wir auch sonst nichts. Also. Auf zur C-Sicherheit. Grundsätzlich können wir auch noch mal in der Klinik vorbeischauen, was da so geht. Da waren wir jetzt ja erst einmal kurz. Mit welchem sollen wir denn jetzt hier sprechen? Hier bei der C-Sicherheit sind wir doch jetzt schon richtig. Aber sprechen wir trotzdem mal mit dem Ausrüstungsoffizier. Danach geht's dann in die Andockbucht. Hallo, Commander. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Das System sagt mir, ich soll Ihnen unsere ausgesuchte Ware anbieten. Spectre? Ja. Ich habe davon gehört, aber ich wusste nicht, dass Sie das sind. Tut mir leid, Commander. Zeigen Sie mir einfach, was Sie haben. Ich zeige Ihnen die guten Sachen, Commander. Viel Spaß damit. Danke. So, jetzt können wir erstmal gucken, was wir jetzt hier für ein Zeug verkaufen können. Das ist ja Schrott sowieso. Aber das können wir verkaufen. Ja. Aber hier... Ich meine, wo soll man so viel Kohle herkriegen? Das sind wir ja weit von entfernt. Naja. Er hat uns jetzt also nicht weitergebracht. So. Wir können auch nochmal ins Flux gehen und schauen, ob es jetzt mit der Jenna alles passt. Ah, ja. Koras Nest. Da waren wir ja eigentlich erst. Da waren wir doch erst. So, ist hier soweit alles klar? Ich habe Ihnen nie gedankt, dass Sie mich aus Fists Klauen gerettet haben.
Ich weiß nicht, was ohne sie passiert wäre. Zeigen Sie mir, was Sie zu verkaufen. Natürlich. Notfallsinterface. Das erscheint mir eigentlich ganz sinnvoll, sowas. Was kann das hier? Gegen Giftangriffe. Okay. Und Medigel aufstocken. Immer gut. Aber sonst bringt uns das jetzt offenbar nicht weiter. Dann gehen wir jetzt doch erstmal tatsächlich zum Kuras Nest. Schauen, ob Jenna noch da ist. Und sonst, ich weiß nicht, ich glaube, sie war im Flux. Die Schwester. Also Jenna ist schon mal nicht mehr da und meine Gefährten auch nicht. Ich habe hier zu tun, aber... Nicht jetzt! Ich sehe mir die Show an. Verschwinden Sie! Okay. Also hier ist die Jenna schon mal nicht. Und ihr? Wo keucht ihr denn rum? Ich könnte mich an dieses Leben gewöhnen. Aha. Und du so? Der Sicherheitsdienst sieht geflissentlich darüber hinweg, was hier los ist. Ich glaube, Fist hat jemanden aus... Na, das glaube ich auch. Aber den gibt's jetzt ja nicht mehr. So, wir wollen jetzt ins Flux. Schauen wir mal. Was ist denn hier los? Ja, sorge mal. Das ist doch Corbin und Jalid, oder nicht? Nee. Wer bist du denn? Ja, was gibt's? Wurden sie rausgeworfen? Loran hatte keine Ahnung, was ich gemacht habe. Er nahm an, dass ich betrügen würde. Ich kenne Doran. Wenn er sagt, dass sie betrügen, dann betrügen sie. Ich habe meinem Glück nur nachgeholfen. Es war nur ein Experiment. Das klingt für mich nach Betrügen. Für Sie vielleicht, aber dieses Gerät soll nur Situationen simulieren und Resultate aufzeichnen. Das Aufzeichnen von Verlusten ist einfach. Die bemerkt niemand. Warum wollten Sie die Resultate aufzeichnen? Ah, jetzt kommen wir zum Kern der Sache. In den letzten 5 Jahren habe ich ein Gerät entwickelt, das sehr präzise Gewinne und Verluste beim Quasar berechnen kann. Ich muss nur noch einige Siege aufzeichnen, um den Algorithmus zu vervollständigen. Können Sie das tun? Ist das nicht illegal? Es ist illegal, mein System zu benutzen. Aber ich benutze es nicht. Ich werde es verkaufen. Ich muss nur noch einige Siege aufzeichnen. Hilft mir das Gerät zu gewinnen? Das Gerät sendet eine Frequenz aus, die ihre Chancen leicht verbessert. Nicht so wie mein System, aber es reicht, um ihre Siege schneller aufzuzeichnen. Warum verkaufen Sie das Gerät dann nicht? Was? Nein, das Gerät ist einfach. Es nutzt brutale Gewalt, um sein Ziel zu erreichen. Und Sie haben gesehen, wie leicht es entdeckt werden kann. Mein System wird viel effizienter und nicht zu entdecken sein, wenn es fertig ist. Was springt dabei für mich raus? Behalten Sie den Gewinn. Das sollte Bezahlung genug sein. Hilft mir das Gerät zu gewinnen? Das Gerät sendet eine Frequenz aus. Auch schon gehört. Nicht so wie mein System, aber es reicht, um Ihre Siege schneller auf. Ja. Behalten Sie den Gewinn. Das sollte das nicht so wie mein System, aber es reicht, um Ihre Siege schneller aufzuzeichnen. Nee. Ich werde mein Glück auf die altmodische Art versuchen. Auch nicht, aber. Wie Sie wollen. Ich muss noch einige Berechnungen machen. Auf Wiedersehen.